Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Ja, wir waren stehen geblieben, nachdem wir die Mutter getötet haben von Elizabeth, beziehungsweise den Geist. Bedarf? Und an sich müssen wir jetzt, ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, da bin ich wieder. Wäre cool, wenn man sich mal vorm Let's Play ein bisschen vielleicht vorbereiten würde. Was der Spoonie nicht gemacht hat, der ist ja voll der Gangster. Nee, also ich habe mal geguckt. Ich denke mal, ich habe mir jetzt nicht das letzte Video angeguckt, aber ich denke mal, dass wir jetzt wieder irgendjemanden folgen müssen. Beziehungsweise, als ich hier ein bisschen mich umgeschaut habe, habe ich wieder mal die Füße, beziehungsweise die Fußabdrücke eines Geistes gesehen. Genau, genau diese meine ich. Und ich denke mal, dass wir diese Elizabeth, na klar. Folgen müssen. Ja, dann schließ mal das Schloss für uns auf. Fertig. Für Columbias finest photography. Hey. So, was haben wir denn hier Schönes? Banking hier, in 5 minutes. Danke. Schon das zweite Mal heute. Scheint ja echt gut was zu finden hier. Wir haben unsere Shotgun übrigens inzwischen, glaube ich, auf Maximum mitgebracht. Das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil ich in der Zeit noch was gesucht habe. Aber ansonsten, ja, unser Schießeisen habe ich auch noch ein bisschen aufgepeppt. Ich glaube, ja, das müsste jetzt eine größere Steuerung haben. Steuerung, was erzähle ich da? Ich meine eine Streuung natürlich. Und okay, dann öffnen wir mal den Riss. Ich dachte, aber sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Okay. Kehre zum Tor von Comstock House zurück. Ehrlich jetzt, wir sollen wieder dorthin, wo wir gerade eben waren. Am Anfang des LPs? Oder... Also ich meine jetzt am Anfang der Folge. Oh, sie zeigt uns... Momentchen mal. Wir haben jetzt zwei Optionen, okay. Dann nehmen wir mal diese. Oh, oh, da stehen schon welche. Wenn ihr die seht, dort oben stand jemand. Ja. Kommen wir hier rüber? Nein. Okay, dann würde ich sagen, dann rennen wir jetzt einfach mal durch. Oh, oh. Okay, vielleicht sollte ich nicht so laut schreien, sonst hören die mich noch. Ja, das will ich jetzt gleich erstmal sehen. Denn... Waschapa! Was war das? Für unseren Kampf! Mist! Was war das, ja? Da drüben, Flakgeschütz! Ja, Momentchen mal. Ich würde einfach gern nur weitergehen wollen. Ah, hier geht's weiter. Okay, irgendwas verfolgt uns hier. Oh. Kommen wir hier rein? Nein. Okay. Hier geht's lang. Alles klar. Ich glaube, wir sollten die Gegner einfach mal ignorieren. Hier gibt's ja nicht sowas wie Level oder so. Hier wird zum Comstock-Tor zurück. Ja. Jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durch... Rosalind Lutess ist nicht meine Mutter. Er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Was war... Was ist das bitte für ein Dialog? Erst unterbricht hier unser Herr lieber Booker seinen Dialog und auf einmal gibt sie uns eine Münze mitten im Gespräch. Eigentlich wollte ich F drücken. Habe ich F gedrückt, damit ich hier das Voxophon aufnehmen kann. Ach man. Das ist ja schon etwas enttäuschend jetzt gerade gewesen. Habe ich das nicht mitbekommen bei der... Oh, sorry. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geister? Wow. Okay. Warum? Ich dachte, die hätten sie schon getötet. Sie lebt wieder. Oder kann man Geister nicht töten? Okay, wir müssen unsere Falle hier wieder verwenden. Aus dem Weg.
Oh. Sieht nicht gut aus. Da oben haben wir einen Riss. Seite, hier. Ja, Moment. Ich würde gern sehen, was der Riss kann. Ah, okay. Da, der da. Bitte sehr. Kann das ein Moskitochen? So, da haben wir jetzt gleich mal unsere Raben auf die gehetzt. Wo ist denn die Mutter? Komm her. Ja, nimm das. Oh. Was war das bitte? Oh, wir sind gleich tot. Jumpscares in Bioshock Infinite. Dreht er sich um und schon hat er einen Zombie vor dem Kopf. Beziehungsweise was auch immer das ist gewesen sein soll. Ich glaube, das sollte ein Zombie darstellen. Oh. Gott. Okay. Sie weiß nicht, wo wir sind. Sie weiß nicht, wo wir sind. Okay, sie wissen es. Wo ist sie? Jetzt haben wir ja sie aber gleich. Und hasta la vista, Mutter. Wow. Habt ihr gerade unser Leben gesehen? Was? Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Bastard, geh raus! Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Wow. Also, das war jetzt schon mal richtig episch gerade. Mann. Da fehlen mir glatt die Worte. Also, wirklich. Okay, dann sag ich noch mal kurz was dazu und dann beenden wir den Part. Und zwar finde ich es richtig gut, dass... Ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Mal war, aber ich fand es wirklich sehr gut, dass sie jetzt in diesem Moment, der wirklich so episch war gerade, Musik benutzt haben. Beispielsweise wie in einem Orchester oder so, weil ich finde, Musik ist wirklich eine der wichtigsten Sachen in einem Spiel. Und die hat wirklich gerade richtig gut gepasst, fand ich. Wenn der Dialog jetzt vielleicht an sich nicht so tiefgründig war. Ja doch, es ging schon. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es Spaß gemacht und ihr begleitet mich weiter auf der epischen Reise. Ich hoffe, dass sie noch nicht enden wird, weil langsam beginne ich doch das Spiel wirklich ziemlich gut zu finden. Aber wir werden sehen. Und dann, ja, drückt doch mal den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen. Voice Crack. Reingehauen.